Lebenslange Haft für den sogenannten Lasermann. Im Mordprozess gegen den Schweden John Ausonius hat das Landgericht in Frankfurt am Main das Urteil gesprochen. Zusätzlich wird die Sicherungsverwahrung für den heute 64-Jährigen angeordnet. Das Gericht befindet Ausonius für schuldig, vor mehr als 25 Jahren eine Garderobenfrau mit einem Kopfschuss getötet zu haben. Demnach hatte er vermutet, dass sie ihm sein elektronisches Notizbuch mit wichtigen Daten aus der Manteltasche genommen habe. Der Verteidiger will das Urteil angreifen. Er hatte auf Freispruch plädiert. Ich bin der Meinung, das Gericht kann nicht von einer lückenlosen Indizienkette ausgehen, so wie die Kammervorsitzende das eben gesagt hat. Ich habe im Plädoyer dargelegt, dass die Indizienkette keinerlei Kette ist, nicht mal Einzelindizien, nicht mal Punkte, die das Wort Indizie überhaupt verdienen. Die Staatsanwaltschaft sieht das ganz anders. Es gibt einfach eine geschlossene Indizienkette, wie das Gericht gesagt hat. Also zu viele Indizien, die auf den Angeklagten als Täter hinweisen. Ausonius war 2016 nach Deutschland ausgeliefert worden. In Schweden war er wegen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er auf mehrere Migranten geschossen hatte. Da er dabei mehrfach ein Gewehr mit Laserzielvorrichtung benutzte, wurde er als Lasermann bekannt.